Ein neuer Freund. Frieda und Felix lieben es, nach der Schule mit Flecki Gassi zu gehen. Wie jeden Tag kommen sie auch am Haus ihres Nachbarn Professor Mobilus vorbei. Hä? Hör mal, das kommt doch aus dem Haus des Professors. Moment. Stopp, stopp, stopp. Lass uns mal nachsehen, was da los ist. Oh, Frieda, Felix, Flecki, wie schön. Hallo, Herr Professor. Kommt schnell rein, beeilt euch. Meine neueste Kreation, Ingwer-Orangen-Holunder-Limonade. Lasst sie euch schmecken, Kinder. Ich bin sofort wieder da. Der Professor ist zwar etwas zerstreut, aber normalerweise ist es bei ihm viel aufgeräumter. Ob das und der Lärm etwa mit einer neuen Erfindung zu tun haben? Oh, hab ich dich endlich. Was ist das, Herr Professor? Eine neue Erfindung? Ja, die hat mich heute ganz schön auf Trab gehalten. Das ist ja ein Roboter. Und der kann fliegen? Und der kann fliegen? Ja, kann ich. Und sprechen kann er auch? Und sprechen kann er auch? Ja, kann ich. Der Kleine hat einen ganz schönen Entdeckungsdrang. Deshalb hat er mir hier die Bude auf den Kopf gestellt. Ich habe für heute genug Daten gesammelt, Herr Professor. Ich bin jetzt ganz brav. Ja, ja, du Schlingel. Der Roboter ist wahnsinnig toll. Und er macht uns ja nach. Ihr müsst wissen, er lernt noch. Er hat eine künstliche Intelligenz und einen riesigen Speicher. Künstliche Intelligenz bedeutet, dass der Roboter eigenständig in der Lage ist, Probleme zu lösen und sich weiterzuentwickeln. Er funktioniert also so ähnlich wie euer Gehirn. Ich speichere alles, was ich sehe und höre. Beispielsweise das Rezept für die neueste Limonadenerfindung des Professors. Ah, Sie haben den Roboter als Küchenhelfer erfunden? Für die Küche? Ach, nein. Wie ihr wisst, habe ich ein kaputtes Bein und humple doch ein wenig. Das ist der eigentliche Grund, warum ich ihn erfunden habe. Wisst ihr, vor vielen, vielen Jahren, ich hatte gerade angefangen, an der Universität zu arbeiten. Tag und Nacht grübelte ich wochenlang über der Lösung für das sogenannte Eierkocher-Paradoxon. Ich war total in meinen Gedanken verloren. Auf dem Weg zur Uni war ein Zebrastreifen, den ich immer benutzte. Ich kannte den Weg auswendig und war deshalb maximal unaufmerksam. Das ist aber schlecht. Ich ahne, was kommt. Schnurstracks setzte ich also, ohne vorher richtig zu gucken, meinen ersten Fuß auf den Zebrastreifen. Ohne vorher zur Sicherheit nach links, rechts und nochmal nach links zu gucken? Leider ja. Die Autofahrerin hat mich nicht gesehen. Und in dem Moment, als mir des Rätsels Lösung endlich einfiel... Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der Aufprall hat mir das Bein gebrochen und ein paar äußerst schmerzhafte Prellungen beschert. Das ist schlimm. Und dabei ist so ein Unfall so einfach zu vermeiden. Erst stehen bleiben. Dann links, rechts, links schauen. Und wenn ein Auto da ist, unbedingt sicher gehen, dass es auch angehalten hat. Ja, ihr habt ja recht. Es war eine schmerzhafte Lernerfahrung. Ich wünschte, es wäre nie passiert. Und außerdem... Die Lösung für das Eierkocher-Paradoxon war mir durch den Schreck wieder entfallen. Zudem konnte ich wochenlang nichts werkeln. Diese Zeit im Krankenhaus war so langweilig und frustrierend. Tja, und seitdem humple ich. Mein Bein hat sich leider nie wieder richtig erholt. Das ist so traurig, Herr Professor. Ja, und deshalb habe ich diesen kleinen Kerl erfunden. Er soll uns Menschen helfen, dass wir im Straßenverkehr besser aufpassen. Und dass wir besser verstehen, worauf wir achten müssen. Aber in der Küche kann ich auch helfen.
Ich liebe Rührei mit Sauerkraut und Schlagsahne. Ihr seht, es ist alles noch nicht so hundertprozentig, wie es sein soll. Es ist so, dass er mehr Kontakt zu Menschen und dem Straßenverkehr braucht, um besser lernen zu können. Er hat ja auch einen riesigen Entdeckungsdrang, wie ihr heute gesehen habt. Er sollte unbedingt mehr draußen sein, um die Welt tatsächlich zu erleben. Aber da können wir doch helfen, Herr Professor. Das wäre pyramidal, wenn ihr mir helfen könntet. Ihr müsst ihn nur zum Aufladen und zur Wartung regelmäßig herbringen. Und natürlich brauche ich ihn auch öfter selbst. Schaut mal, hier habe ich eine Smartwatch, also eine intelligente Armbanduhr. Diese habe ich umgebaut. Damit kann ich mit unserem Freund über die Entfernung kommunizieren und prüfen, ob alles gut läuft. Das heißt, wir dürfen den Roboter tatsächlich mitnehmen? Na klar. Wenn ihr so lieb helfen wollt, ihn zu verbessern, dann freut mich das natürlich. Ich hoffe nur, dass seine Kochkünste in der Zwischenzeit auch besser werden. Cool! Mega! Wo hast du das denn gelernt? Naja, egal. Herr Professor? Ja? Wie heißt der Roboter eigentlich? Er heißt Prototyp 5-12-2020. Wobei die 1-2, also die 12 für die Kalenderwoche steht, die 2020 steht für... Entschuldigung? Ja? Professor, der Roboter braucht einen tollen, kürzeren Namen, wenn wir mit ihm losziehen. Wir müssen ihn doch schnell rufen können, wenn wir ihm etwas zeigen wollen. Oh, das habe ich noch nicht bedacht. Aber, tja, so auf die Schnelle. Habt ihr vielleicht eine gute Idee? Da müssen wir auch erstmal überlegen. Ja, das kann dauern. Oder kannst du beim Namen für unseren Roboter helfen? Wenn du eine tolle Idee hast, mach mit bei unserer großen Abstimmung auf verkehrshelden.com. Und mit etwas Glück wird vielleicht dein Vorschlag ausgewählt. Bis zum nächsten Abenteuer mit Frieda, Felix, Flecki und Prototyp 5-12. Oh je, ihr wisst, was ich meine. Eure Verkehrshelden.